Für alle, die live dabei waren, war es sicher ein tolles Erlebnis. Alle, die nicht gekommen sind, haben etwas verpasst. Die Champions League der Sportkeglerinnen waren zu Gast im Kegelcasino Hallein. Der amtierende Meister der Damen, der KSK Schneegattern, traf auf den rumänischen Meister CS Electro Mureș Romgaz Târgu Mureș. Mit der Hymne der Champions League im restlos gefüllten Kegelcasino Hallein marschierten die beiden Damenmannschaften ein. CS Electro Mureș Romgaz Târgu Mureș, mehrfacher rumänischer Meister, Champions League-Sieger 2006, Dritter 2007 und 2010, Weltpokal 2009 Dritter und 2010 Zweiter. Die Damen des ASKÖ KSC Schneegattern, regierender österreichischer Meister, dreifacher österreichischer Cupsieger, Zweiter im NBC-Pokal 2008, Zweiter im Europapokal 2009, zuletzt Fünfter im Weltpokal 2011. Im ersten Durchgang erreichte Marianne Berger 523 Holz und musste sich der Rumänin Vitorita Baciui, die 549 spielte, geschlagen geben. Für den Ausgleich im ersten Durchgang sorgte Katharina Wrabel mit hervorragenden 551 Holz. Tilda Duca erreichte 528 und somit stand es nach dem ersten von drei Durchgängen 1:1. Im zweiten Durchgang spielte Katrin Janda für den KSC Schneegattern und gewann ihr Duell gegen Anna Horvata knapp mit 505:499 und holte damit den so wichtigen Mannschaftspunkt. Claudia Pivkova hatte zwar mehr Gesamtholz erreicht als ihre Gegnerin Adela Bahn, doch die Rumänin konnte sich mit drei Satzpunkten durchsetzen und so ging der Mannschaftspunkt an die Gäste. Es musste also der letzte Durchgang entscheiden. Beim Stand von 2:2 und einem Kegelvorsprung von nur 10 Holz waren die Nerven aller Spieler und Betreuer sichtlich angespannt. Stefanie Freischlager gewann ihr Duell gegen Erika Füllöpp klar mit 534:517 Holz. Und eine groß aufspielende Gabi Bürger machte dann alles klar. 562 Holz waren nicht nur Tagesbestleistung, sondern sicherten dem KSC Schneegattern den in dieser Höhe doch etwas überraschend klaren Sieg. Es war heute ein wahnsinnig super Tag für uns. Es war wahnsinnig aufregend die ganze Woche schon mit Trainieren und mit alles. Und heute war es einfach, das hat knistert da drinnen, es waren so viele Leute da zum Zuschauen, es war Gänsehautstimmung, es war einfach schön. Und dann gewinnen wir noch, so hart, das war ein Wahnsinn, schön. Ich möchte den Damen vom KSC Schneegattern gratulieren. Es war ein sehr schönes Spiel. Wir hoffen natürlich zu Hause auf einen Sieg und dass wir den Aufstieg ins Finale doch noch schaffen. Die Bahnen sind sehr schwer zu spielen hier in Hallein. Zu Hause spielen wir 3.400 Holz und hier haben wir nur 3.124. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Mannschaft. Das war schon eine tolle Vorstellung, die Schneegattern hier geboten hat. Sie haben große Chancen jetzt in Rumänien, wenigstens ein Unentschieden zu schaffen, um ins Finale zu kommen. Also das ist ganz toll und ich hoffe, das strahlt aus für den österreichischen Kegelsport, ganz besonders im Damenbereich. Wir sind da auf einem guten Weg in der letzten Zeit. Da entwickeln sich ein paar junge Mädels, die rankommen und die Alten wehren sich wie verrückt. Also mir gefällt das als Bundestrainer schon. Und ich denke, es hat sich gelohnt, dass wir hergefahren sind. Was mir auch gefallen hat, die vielen Zuschauer, das war schon eine tolle Atmosphäre. Die sportliche Herausforderung war in der Champions League zum Spielen, das war natürlich bei alle das Höchste, was es gibt. Und jetzt, ja, und dass es natürlich so gut ausgegangen ist, auch noch, das ist natürlich eine Freude für alle. Und ja, wenn wir natürlich die Chance haben, dass wir über die Hürde drüber kommen, dann freuen wir uns natürlich, weil die nächste Runde war ja schon das Finale. Also es gibt dann keine nächste Runde mehr.
außer das Finale in Slowenien. Wir wollen zeigen, dass das ein Sportart ist, die was man ernst nehmen muss oder ernst nehmen sollte, weil wirklich, wenn man heute gesehen hat, man muss sich die 120 Schub voll konzentrieren und das ist, glaube ich, unseren Damen halt super gelungen und ja, wir sind eigentlich wunschlos glücklich. Und so hofft der KSC Schneegattern auch nach dem Rückspiel in 14 Tagen in Rumänien noch Grund zum Tanzen zu haben.